Auch heute geht es wieder nach unten mit den Aktienmärkten. Die Frage ist, wie gefährlich ist jetzt die Lage eigentlich? Ist der Boden nahe? Sehen wir bald eine Rallye oder geht es noch deutlich tiefer nach unten? Und wir wollen uns mal ein paar Dinge anschauen, die vielleicht ein bisschen Aufschluss geben könnten, wo wir derzeit stehen. Eines ist ja klar, die Notenbanken wollen die Inflation bekämpfen. Daher die Zinsen weiter anheben. Wenn Zinsen angehoben werden, dann entzieht das Liquidität. Und darauf basieren ja steigende Aktienmärkte in der Regel. Dann wird Geld teurer auf der einen Seite, auf der anderen Seite bremst die Wirtschaft ab, fällt sehr, sehr wahrscheinlich in eine Rezession, was wiederum für Aktien bedeutet, dass die Gewinne und Umsätze der Unternehmen schrumpfen dürften, was dann wiederum die Bewertungsfrage aufwirft. Also derzeit sind wir in einer Situation, dass solange die Notenbanken nicht aufhören mit ihren Zinsanhebungen, wir Schwierigkeiten haben werden, wirklich in irgendeiner Form eine nachhaltige Rallye mal zu sehen, die keine Bärenmarkt-Rallye ist. Und wir haben bisher in diesem Jahr schon sehr viele Bärenmarkt-Rallyes gesehen. Eigentlich gab es heute eine gute Nachricht für die Märkte, US-Verbrauchervertrauen. Da gucken die Algorithmen vor allem auf die Inflationserwartungen und die sind ziemlich deutlich gesunken von 5,0 auf 4,6. Für die Einjahresinflation und auch die längerfristige Inflationserwartung etwas gesunken, aber es ist sehr viel Unsicherheit. Die Befragten haben gesagt, da ist so viel Unsicherheit in Sachen Inflation, sodass wir jetzt praktisch auch diese Aussage nicht allzu ernst nehmen können. Gleichwohl zwischendurch hat es heute den Aktienmärkten geholfen, aber eben auch nur zwischendurch, denn heute ist Verfall und das ist wahrscheinlich noch ein Treiber, auch wenn da vieles im Vorfeld des großen Verfalls schon abgefrühstückt wird. 3,2 Billionen sind heute an Option Expiration am Start. Wir sehen, dass Dealer Gamma sehr, sehr negativ ist. Also das Gamma ist das, was sozusagen die Absicherung der Market Maker ist, damit sie nicht auf der falschen Seite stehen. Und hier sind also jetzt die Market Maker short positioniert, haben also ein großes Volumen an Short-Positionen. Goldman Sachs wiederum sagt, naja, es ist schwer zu glauben oder unwahrscheinlich, dass wir jetzt nochmal Dip-Buying großartig sehen ins Wochenende. Mal schauen. Aber was heute belastet, sind vor allem die Aussagen von FedEx. Die Aktie 22% gleich mal abgestürzt. Auch General Electric ist auf dem Weg nach unten. Und was wir hier oben in diesem Chart sehen, das sind die sogenannten Real Rates versus Forward Price Earnings Ratio. Die Realrenditen sind ja positiv. Damit ist nicht gemeint, sozusagen Renditen, die am Anleihenmarkt geboten werden, minus der faktischen Inflation, sondern minus der Inflationserwartung. Und die Inflationserwartung ist ja sehr viel niedriger für die nächsten Jahre als die Inflation. Jedenfalls sagte FedEx, wir sind in einer globalen oder steuern auf eine globale Rezession in praktisch jedem Sektor zu. Wir sehen also, dass eine Firma, die ein sehr, sehr guter Frühindikator ist, die mit allen Wirtschaftsteilen verbunden ist als Logistiker, wenn so etwas gesagt wird. Interessant übrigens, dass wir gestern noch von Analysten der Wall Street 20 Kaufempfehlungen hatten, 12 Halteempfehlungen und nur eine Verkaufsempfehlung. Heute sind aus den 20 nur 18 Kaufempfehlungen geworden. Aus 12 Hold sind 14 Hold und nur einer ist nach wie vor bei Sell. Also das zeigt so ein bisschen, wie schwachsinnig diese ganzen Sell-Side-Analysten agieren. Alles hängt an den Notenbanken, an Liquidität, an der Fed. Vor allem, die will jetzt wohl die Zinsen auf 4% noch in diesem Jahr anheben und sagt auch, ja, also das wird jetzt nicht so schnell nach unten gehen. Aber sie wird sich wundern, die liebe Fed, wie schnell wir dann in einer Rezession sind. Und das wird für später nochmal wichtig. Hier sehen wir etwa mal, warum hat die Schweiz eigentlich keine so hohe Inflation? Die hat die Geldmenge M1, M2, M3 ist nicht so stark gestiegen in der Corona-Zeit, anders als vor allem in den USA. Und was Sie oben sehen, ist die Fed-Bilanzsumme. Die geht nach oben und dann folgt nach einiger Zeit die Inflation. Es scheint also einen Zusammenhang zu geben zwischen Geldmengenausweitung und Inflation. Dazu gleich mehr. Merken Sie sich das mal. Das wird gleich noch wichtig. Aber jetzt kommen wir nochmal zu den Märkten. Wir sehen, dass der S&P 500 jetzt die längste Strecke seit der Finanzkrise hat, dass er unter seinem 200-Tages-Durchschnitt. Wir sind heute wieder in einen Bärenmarkt gefallen, also minus 20%. Jetzt kommen wir noch in die Blackout-Period, also
Wir sehen jetzt den Beginn der Zeit, an der die Unternehmen ihre eigenen Aktien nicht mehr zurückkaufen können vor Vorliegen ihrer Zahlen. Deswegen sagt Bank of America, wenn wir alles zusammenzählen, wird nicht mehr als eine Bärenmarkt-Rallye draus, solange eben die Fed nicht umsteuert, as long as the Fed does not pivot, wie das die Amerikaner sagen. Und das ist genau der Punkt, der hier vielleicht zentral ist. Ja, wir können jederzeit mal Erholungen sehen, aber zweite Septemberhälfte, linker Chart oben, sehr, sehr schwach, was den September betrifft, auch die Zeit nach dem Septemberverfall oft nicht so richtig gut, auch wenn durchschnittlich nach einem Verfall dann meistens die nächste Woche positiv ist. Also das wird nicht so ganz einfach, zumal eben übergeordnet die Household Equity Ownership, also das, was Haushalte praktisch an Aktien besitzen, nach wie vor überragend hoch ist, auf Allzeithoch ist praktisch. Das heißt, da könnte schon noch einiger Schmerz passieren, überhaupt gar keine Frage, zumal die Privatanleger massiv reingegangen sind, als wir am Dienstag ja diesen herben Abverkauf aufgrund der Inflationszahlen aus den USA gesehen hatten, mal eben 2 Milliarden an Dip-Käufen. Und das ist das Problem, solange die Privatinvestoren nicht abdrücken mit blutenden Händen, wird es nichts mit einer nachhaltigen Rallye. Schon gar nicht, wenn eben auch die Notenbanken nicht umsteuern. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100 im Chart. Wir sehen, dass wir hier wahrscheinlich so eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation machen, in einem Abwärtstrend sind, sodass die Wahrscheinlichkeit nicht so gering ist, dass wir doch die Juni-Tiefs mindestens noch einmal sehen werden. Wir werden sehen, aber eines, was natürlich belastet, das sind die ansteigenden Renditen. Hier sehen Sie mal der zweijährige amerikanische Staatsanleihe fast bei 4%, wenn wir uns das mal anschauen, die war am Jahresanfang noch bei 0,73%. Jetzt sind wir also fast bei 4%. Wir sehen, wie stark die Renditen hier rechts unten, wie stark das nach oben gegangen ist seit Ende 21, also seit Beginn diesen Jahres. Und wir sehen eben die Invertierung dieser Zinskurve, indem etwa die 10-jährige Anleiherendite bei 3,45% deutlich niedriger ist als etwa die 1- oder die 2-jährige Anleiherendite. Also die Märkte sagen, da kommt was nach unten mit der Wirtschaft, deswegen wird auch die Inflation nach unten kommen. Deswegen werden länger laufende Anleiherenditen eben auch steigen nicht so stark wie die kürzer laufenden Anleiherenditen. Und diese Renditen sind natürlich auch ein Problem für Gold, starker Dollar, da Renditen, Gold ja zinslos. Das ist dann ein Nachteil, aber vor allem, wenn wir das mal vergleichen, wie Holger Cepic das macht, und wir sind bei Gold jetzt in einem Bärenmarkt und das in einem ziemlich hochinflationären Umfeld, das ist schon ein bisschen grotesk, aber Gold agiert ebenso wie die sogenannten 10-Year Real Rates, also praktisch die Inflationserwartung. Oder die Renditen minus die Inflationserwartung. Und jetzt sind wir da positiv. Das heißt, wir haben wieder positive Realrenditen. Und das ist schlecht für Gold. Dann hat Gold meistens ein Problem. Ein Problem hat auch Pfund Sterling, die Währung der Briten, die jetzt auf den tiefsten Stand seit 1985 gefallen ist, heute nach schwachen Einzelhandelsumsätzen, ganz schwache Zahlen auch zur Wirtschaft in UK in den letzten Wochen. Und das ausgerechnet am Jahrestag des sogenannten Black Wednesday 1992, als George Soros ja die Bank of England in die Knie gezwungen hatte. Kommen wir zu Europa. Waren wir ja mit den Briten schon so halb, nur halb, gell, seit dem Brexit, aber sei es drum, der Vladi hat heute Abend eine Rede gehalten, hat der, beziehungsweise gesagt, bei einem Treffen mit Recep Erdogan, die Spezialoperation wird nicht verändert, Hauptziel bleibt weiterhin die Befreiung des Donbass, die Offensive dort wird nicht gestoppt, aber wir haben auch keine Eile, die Militärkampagne zu beenden, okay. Lassen Sie mal so stehen, meine Damen und Herren, aber auffällig ist, die Bundesregierung hat heute Rosneft faktisch enteignet. Da hängen ja einige Raffinerien dran. Sie erinnern sich an Gazprom Germania, die SEFE ist auch schon praktisch verstaatlicht worden. Man sagt wegen der Energiesicherheit, aber faktisch handelt es sich um Enteignungen. Und das ist natürlich schon auch eine gewisse Eskalation im Wirtschaftskrieg. Ich höre nirgendwo eigentlich, wo ganz klar gesagt wird, ja, das ist eine Enteignung. Da heißt es immer, ja, es wird verstaatlicht oder
Treuhandverwaltung etc. etc. Aber faktisch ist es doch eigentlich eine Enteignung, wenn man ehrlich ist. Also das ist natürlich auch ein Wirtschaftskrieg, der hier stattfindet. Interessant, Volkswagen hat jetzt übrigens oder verkauft jetzt Gas, das man vorher eingelagert hatte als Reserve. Und jetzt sieht man, die Preise sind sehr hoch. Jetzt will man für 400 Millionen Euro dieses Gas verkaufen und ersetzen durch Kohlestrom, der eben jetzt ja der wichtigste Energieträger geworden ist in Deutschland. Da kann man den Grünen nur allerherzlichst gratulieren, wie sie das hingekriegt haben in Gefolge der verfehlten Energiewende von Angela Merkel, die damals allerdings auch gesellschaftlicher Konsens war, so fair muss man sein. Da waren eigentlich alle dafür damals, aber jetzt zahlen wir eben den Preis. Wir sehen, dass manche Dinge im Preis explodieren, hängt jetzt nicht unmittelbar mit Energie zusammen, aber die Zuckerpreise auf einem 10-Jahres-Hoch. Mir berichten Leute, teilweise ist in manchen Supermärkten derzeit kein Zucker zu kaufen. Wir sehen, dass diese Probleme mit der Energiekrise immer mehr Unternehmen in die Knie zwingen. Ich breche es gerne mal runter, einfach menschliche Schicksale hier, schreibt zum Beispiel Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. In meiner Heimatgemeinde die Metzgerei Müller, jetzt schließt sie wegen hoher Energiepreise und Fachkräftemangel. Kein Einzelfall, also wir sehen, wie das jetzt passiert. Und ich will eine erste Artikelempfehlung abgeben, nämlich heute hat die Bundesnetzagentur über mögliche Gasrationierungen informiert. Also was passiert, wenn Gas eng ist? Da wird man jetzt eine Plattform errichten oder ist dabei, diese Plattform zu errichten, wo praktisch eine Abfolge definiert wird. Ist für uns alle sehr, sehr wichtig, was da passieren wird. Erste Artikelempfehlung. Zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, ist die Frau Herrmann, die ja in dem Gespräch, und jetzt schlage ich den Bogen wieder zurück zu dieser Geldmenge und Inflation, die ja bei Lanz bestritten hat, dass da irgendein Zusammenhang bestünde zwischen Geldmenge und Inflation. Und Frau Herrmann hat ja ein tolles Buch geschrieben, die war jetzt verstärkt im Fernsehen bei Lanz, gestern im Norddeutschen Rundfunk. Und sie will, dass wir schrumpfen. Wir müssen also um 50% schrumpfen, dann wären wir etwa auf dem Stand von 1978. Und sie bringt als Paradebeispiel damals die britische Kriegswirtschaft, da wurden Lebensmittelscheine verteilt und alle waren glücklich, sagt sie. Also wir sollten im Grunde jetzt in so eine Art Kriegswirtschaft kommen, denn der Kapitalismus kann nicht mehr funktionieren angesichts der Umweltprobleme. Deswegen müssen wir schrumpfen. Wir Deutschen natürlich, also wir müssen uns praktisch deindustrialisieren. Wir müssen uns kaputt machen, dass auf der Welt hunderte von Millionen Menschen jeden Tag aufstehen, weil sie unbedingt Wohlstand erlangen wollen, unbedingt irgendwie auch nur annähernd einen Lebensstandard haben wie wir. Das wird ein bisschen ausgeblendet. Denen ist egal, ob wir Deutschen so verrückt sind, wie Frau Herrmann hier vorschlägt. Das ist die zweite Artikelempfehlung. Also man denkt, man ist im Irrenhaus. Das sind so im Grunde Leute, die ihre Religiosität jetzt in diese Umweltreligion überführt haben. Das sind so radikale Protestanten, hat man das Gefühl, die dann irgendwie ein bisschen abdriften. Frau Herrmann kommt ja aus Langhorn, Hamburg, Hamburger Stadtteil, wo auch Herr Schmidt sein Zuhause wusste. Das war also die zweite Artikelempfehlung. Dritte Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. China, die Blase bei Immobilien platzt, 12 Monate fallende Preise, das ist ein Crash in Zeitlupe. Und wir haben uns dann in einer vierten Artikelempfehlung mal angeschaut. China hat ja Wirtschaftsdaten gebracht, die waren überraschend gut. Aber stimmen die Zahlen? Da passt was nicht zusammen, haben wir da rausgefunden. Unser Autor Doi Enochson hat das gemacht und sagt, da stimmt was nicht. Was da nicht stimmt, das können Sie in diesem vierten Artikel lesen, also vier Artikelempfehlungen. Ich empfehle mich jetzt fürs Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen, machen Sie es gut. Das Wetter ist jetzt miserabel wohl am Wochenende. Also haben Sie Zeit, vier Artikel zu lesen, deswegen heute so viele. Ich sage Servus und Ciao.